Wir sagen, dass eine Sprache rekursiv aufzählbar ist. Wenn es einfach sozusagen eine Turing-Maschine gibt, die die Wörter der Sprache erzeugt. Ja, also man sagt, M zählt eine Sprache auf, falls es irgendwie so einen definierten, ausgewiesenen Zwischenzustand gibt, sodass die Menge aller Wörter dieser Sprache L, ja, wenn ich die ausgehend von dem leeren Band, irgendwie von Schritt zu Schritt im Prinzip quasi konstruieren kann. Ja? Also ich komme immer wieder hier in so eine Konfiguration, ich erreiche diesen definierten, ich habe ihn hier jetzt Q0 genannt, definierten Zustand, und dann habe ich irgendwie auf meinem Band ein Wort W stehen, und das sind sozusagen die Worte dieser Sprache. Ja? Einfach, ich kann nach und nach die Wörter dieser Sprache generieren. Ja, wenn Sie beispielsweise die Menge der natürlichen Zahlen ist quasi rekursiv aufzählbar. Ja, ich baue einfach eine Turing-Maschine, die nach und nach einfach die Zahl auf dem Band immer um 1 erhöht. Ja, ich mache da immer hinten so, machen das ja mit diesen Strichen. Beispielsweise ja, die Sprache oder die Menge n, natürliche Zahlen, ist rekursiv aufzählbar. Ja, ich fange mit dem leeren Band an und dann baue ich mir eine Maschine, die immer Strich dran hängt, dann geht sie in diesen Zustand Q0, dann hängt sie den nächsten Strich dran, ja, dann geht sie in den Zustand Q0 und so weiter und so fort. Okay.